unserem neuen Video der Berufsschule 7. Heute soll es mal um das Thema DDL, kurz für Data Definition Language, gehen. Darunter verstehen wir die SQL-Statement-Teile, die sich darum kümmern, die Struktur der Datenbank festzustellen oder festzulegen. Nun, das ist ein relativ großes Thema, deswegen habe ich es gesplittet und wir kümmern uns jetzt hier in diesem Video nur um das Create Table Statement und hier auch nur um die Datentypen. Datentypen ist auch das Wichtigste bei einer Datenbank, anders als bei Java oder bei Programmiersprachen, müssen wir sie sehr viel genauer an das, was wir machen wollen, anpassen. Und deswegen habe ich das ein bisschen zerlegt. Das heißt, es wird noch weitere Videos geben. Nun, ich konzentriere mich hier auf die MySQL-Datenbank. Einfach deswegen, weil sie sehr häufig genutzt wird, weil sie einfach verständlich ist und die, ja, das Wissen auf andere RDBMS relativ einfach übernommen werden kann. Wenn wir eine Datenbank erstellen wollen, brauchen wir natürlich erstmal ein Datenmodell, das wir idealerweise in der dritten Normalform vorliegen haben und dann die einzelnen Tabellen eben einbauen. Und genau dafür ist das CreateTableStatement da. Und wir greifen uns jetzt hier einfach mal eine Tabelle raus, und zwar die Produkttabelle. Und was müssen wir machen, wenn wir jetzt auf einer frischen Installation von MySQL aufsetzen, dann ist noch nichts da, auch keine Datenbank. Also müssen wir erstmal die Datenbank erzeugen. Das läuft mit dem Create Database Statement. Ich nenne jetzt meine Datenbank einfach mal Webshop, wie auch immer. Und ich kriege dann ein Feedback, Query, okay, die Datenbank wurde angelegt. Wunderbar. Als nächstes muss ich die Datenbank öffnen, damit ich mit ihr arbeiten kann. Und es geht mit dem Use Statement, also use Webshop, und dann sagt er mir Database changed. Und dann geht es weiter. Jetzt möchte ich eben diese Tabelle erstellen und das würde mit so einem Statement gehen. Das gucken wir uns gleich noch mal etwas genauer an. Aber wichtig ist jetzt hier erstmal, wir erzeugen damit eben eine Tabelle in dieser Webshop-Datenbank. Und wir müssen uns jetzt mal im Klaren sein, was wir da eigentlich gemacht haben, weil eine Tabelle wird ja im Regelfall von irgendeiner Application-Software als Datenablageort genutzt. Das heißt, die Tabelle gehört zu einem Stück Software. Und wenn wir eine Tabelle erzeugen, ist es eigentlich nichts anderes wie eine Installationsroutine. Das heißt, wir installieren hier Software. Und es ist deswegen wichtig, weil diese Installationsbefehle sind in sich bereits ein Programm. Ein Installationsprogramm, wenn man so haben möchte. Und das darf ich nicht einfach in der Konsole eingeben, sondern das muss ich ja in der Programmierwelt ja auch testen. Ich muss es versionieren. Und deswegen macht man das nicht in so einer Konsole, sondern man braucht ein Installationsskript. Und das ist ein .SQL-Skript, manche nennen das dann auch .DDL. Und genau dort packen wir jetzt unsere Statements rein. Und jetzt gehen wir mal zurück in der Zeit, ja, und versuchen jetzt einfach mal unser Statement auszuführen. Und zwar so, als wär sozusagen die Datenbank noch nicht manuell über diesen manuellen Befehle erstellt worden, sondern wir gehen einfach davon aus, die Datenbank ist wieder jungfräulich sozusagen. Wenn wir das Skript haben, dann können wir es laufen lassen. Das läuft mit dem Befehl source. Und hier gebe ich jetzt an, wo dieses File ist, also ctemp, und dann habe ich das Bild Webshop genannt. Jetzt müssen wir noch aufpassen, gerade bei Windows, da ist ja der Pfadtrenner der Backslash. Backslash ist aber auch ein beliebtes Escape-Zeichen, so eben auch innerhalb von MySQL. Und deswegen erlaubt MySQL für die Pfadangabe auch den Forward Slash. Oder wenn ich unbedingt den Backslash haben möchte, muss ich ihn auch escapen. Und dann müsste ich zweimal immer ein Backslash hintereinander schreiben. Gut, dann lassen wir das laufen. Wie gesagt, wir gehen davon aus, unsere Datenbank ist noch nicht da. Das heißt, wir haben eine frische MySQL-Installation. Und wenn wir das jetzt losschicken, dann kriegen wir wieder Feedback. Und zwar genau dasselbe, was wir vorher auch hatten. Ja, Query OK, one row affected war Create Database. Database Change kam von Use Webshop. Und dieses letzte Query OK war von Create Table. Gut, jetzt ist unsere
Datenbank da, unsere Tabelle da und wie viele Tabellen auch immer noch unten dran hängen. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir während dem Test festgestellt haben, hoppla, da ist eine Tabelle falsch. Da müssen wir irgendwas ändern. Also machen wir das, wir passen unser Skript an und lassen es nochmal neu laufen. Und jetzt kriegen wir eine Fehlermeldung. Und das ist schlecht, weil wir wollen ja in unserem Test eben genau keine Fehlermeldungen haben. Der Grund für die Fehlermeldung ist einleuchtend, die Datenbank ist ja schon da. Das Skript sagt, hey Moment, ich kann die Datenbank Webshop nicht anlegen, weil sie schon da ist. Und gut, das müssen wir jetzt irgendwie fixen, das Problem. Meistens wird es so gemacht, dass wir hier eintragen, Job Database if exists, ganz oben in unserem Installationsskript. Jetzt kann man sagen, um Gottes Willen, das kann man doch nicht machen, weil wenn ich dieses Skript aus Versehen ausführe auf einer Produktivumgebung, sind alle Daten weg. Und ja, genau so ist es. Auf der anderen Seite muss man sagen, man kann nicht einfach beliebig, ohne vorher genau nachzugucken, so ein Skript laufen lassen. Bottom line, entweder ich habe meinen Test sauber, weil ohne diese Zeile kann ich meinen Test nicht machen, weil nach dem zweiten Mal laufen geht das nicht mehr. Oder ich muss mir irgendeine andere Lösung überlegen. Aber wichtig ist, dass solche Create-Skripte immer mit Vorsicht zu genießen sind. Ja? Weil wenn ich jetzt sage, nö, ich mache dieses Create-Database auch gar nicht, sondern einfach mit Use Webshop und dann Create-Table, dann kracht es bei jedem Create-Table-Statement, weil da wird er auch sagen, dass beispielsweise Create Table Product schon da ist. Also hier müssen wir einfach genau gucken. Und ja, insofern mein Rat ist einfach Vorsicht. Sehen wir uns nun das Create Table Statement etwas genauer an. Wir haben das Schlüsselwort Create Table und wie bei allen anderen auch, Create heißt in My oder in SQL immer ich erzeuge was. Create Table, Create Database, Create View, Create Index etc. Und in dem Fall, wie gesagt, Table, damit erzeuge ich eine Tabelle. Als nächstes kommt der eindeutige Tabellenname. Der muss innerhalb der Datenbank natürlich eindeutig sein, weil ich möchte mit Hilfe des Select-Statements auf diese Tabelle zugreifen. Und das einzige Identifikationsmerkmal einer Tabelle ist nun mal der Name. Also muss er eindeutig sein und darf natürlich jetzt auch kein Schlüsselwort von SQL belegen. Als nächstes kommen die Spaltendefinitionen, die stehen in diesen runden Klammern drin. Und im Prinzip kann man sagen, alles, was wichtig ist für diese Tabelle, steht in diesen runden Klammern. Es gibt noch ein, zwei Sachen, die außerhalb stehen, wie beispielsweise die Speicherengine, wenn ich nicht den Default-Wert nehmen möchte, oder auch Standardzeichensätze für die Tabelle. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal nur um die einzelnen Spalten und die Informationen stehen eben zwischen diesen beiden Klammern. Und weil es übersichtlicher ist, rückt man das einfach ein bisschen ein. Das ist reine Kosmetik, aber es hilft auf jeden Fall beim Lesen der einzelnen SQL-Skripte. Jetzt definieren wir die einzelnen Spalten. Und was hier passiert ist, es kommt zuerst der Spaltenname und danach der Datentyp. Also anders wie bei Programmiersprachen wie Java. Dort haben wir zuerst den Datentyp und dann den Variablennamen. Der Grund liegt ganz einfach darin, in Programmiersprachen wollen wir im Regelfall die Deklaration einer Variable machen und gleich die Initialisierung. Also wir wollen sie gleich mit einem Wert belegen. Und es macht in der Datenbank keinen Sinn, weil wir ja hier in der Spalte, in dem Fall jetzt INV für Inventarkey, nicht nur einen Wert, sondern ja ganz viele haben. Also wir wollen ja die Werte nicht beim Erzeugen der Tabelle belegen, sondern beim Eintragen der Werte. Also brauchen wir hier nicht ist gleich irgendein Wert. Ja, deswegen ist hier erstmal zuerst der Spaltenname, dann der Datentyp. Und wir werden im nächsten Video sehen, dass wir nach dem Datentyp dann noch ein paar andere Eigenschaften hinterlegen können. Und deswegen ist es einfach in der Reihenfolge. So, jetzt schauen wir uns mal an. Wir haben jetzt hier in meiner Beispieltabelle für Produkt ein paar Felder. Also das eine war so ein Inventarschlüssel mit irgendeinem festen Zeichensatz oder Zeichenanzahl. Dann haben wir den Namen des Produktes, irgendwie im Pfad zu einem Produktbild. Und das wäre jetzt in dem Fall irgendeine Textinformation, also Zeichenketten.
Dann haben wir auch Zahlen. In dem Fall haben wir jetzt eine ganze Zahl für die Packungsgröße oder den Preis des Produktes als Festkommazahl oder das Gewicht als Gleitkommazahl. Ne? Also das sind so die typischen Zahlendatentypen. Und was haben wir noch? In Datenbanken gibt es meistens die Notwendigkeit, mit Datumswerten oder Zeitwerten zu rechnen. Und das heißt, es gibt für die verschiedenen RDBMS unterschiedliche Datentypen, die eben genau dafür da sind, Zeiten und Datumswerte aufzunehmen. Und um genau diese Typen, diese Arten von Daten wollen wir uns jetzt kümmern. Wir gehen jetzt durch die einzelnen Typen durch und schauen uns einfach die Datentypen an, die MySQL jetzt hier für diese Kategorien bietet. Beginnen tun wir mit Text und hier gibt es erstmal den Datentyp Char. Und der Char-Datentyp möchte in Klammern noch eine Zahl haben und diese Zahl ist die Länge der Zeichen, die ich dort eintragen möchte. Und Char ist ein Datentyp für eine feste Länge von n Zeichen. In dem Fall eben steht n für eine beliebige Zahl. Wobei nicht ganz beliebig, weil ich darf maximal 255 Zeichen hier reinkriegen. Das heißt, die größte mögliche Zahl für n ist 255. So kann man sagen, oh, das ist ein bisschen wenig. Klar, aber dafür haben wir noch ein paar andere Datentypen dann. Von der Speicherplatzgröße braucht mir der Char ein Byte pro Zeichen für den Fall, dass das Zeichen eben ein Byte Speicherplatz aufnimmt. So, so viel zu dem einfachsten Textdatentyp. Der nächste und wahrscheinlich beliebteste Datentyp für Zeichenketten ist Varchar und das ist eine variable Länge bis zu n Zeichen. Also ähnlich wie Char, aber diesmal variabel. Und wir werden uns gleich nochmal anschauen, was wirklich der Unterschied zwischen der festen und variablen Längendatentypen sind. Und hier habe ich einen größeren Wertebereich. Maximal 2 hoch 16 minus 4, also diese 4, das sind so Overhead-Bytes, die ich immer brauche. Da geht es auch um die maximale Länge von Zeichen, von Rows. Aber wir merken uns jetzt einfach ungefähr 216, also 65.000 Zeichen ungefähr. Und das ist für die allermeisten Situationen auf jeden Fall mehr als ausreichend. Und hier brauche ich jetzt ein Byte wieder pro Zeichen, was logisch ist, aber jetzt kommen noch ein bis zwei Bytes hinzu. Und zwar für den Fall, dass dieses n kleiner als 265 ist, brauche ich ein zusätzliches Byte. Ja, das heißt, in dieser Varchar-Spalte gibt es noch ein zusätzliches unsichtbares Feld und dort steht einfach drin, wie viel Zeichen hat denn der User eingegeben in dieses Varchar-Feld. Ja, und wenn ich hier maximal 255 Zeichen eintragen kann, kann ich diese 255 mit einem Byte als Zahl darstellen, weil 2 hoch 8 ist nun mal 256, also 0 bis 255. Wenn ich aber mehr dort eintragen können möchte, dann muss ich das Ganze mit 2 Bytes hinterlegen. Und 2 Bytes fasst ja 2 hoch 16 und das wären dann eben diese 65.536 Zeichen. So, das wäre Varchar, wie gesagt, der beliebteste. Und jetzt gibt es noch weitere, die sind ein bisschen, ja, ein bisschen eigener, die werden nicht so häufig genommen, aber sie sind durchaus auch wichtig. Und zwar die ganzen Textdatentypen. Da gibt es bei MySQL 4 Stück. Wir beginnen mit dem kleinsten, der heißt witzigerweise Tiny Text. Und das ist auch eine variable Länge, aber ich muss hier nicht angeben, wie viele Zeichen ich maximal brauche. Also ich kann bis zur maximalen Länge bei Tiny Text von, in dem Fall 2 hoch 8 minus 1, das sind 255 Zeichen, meine Werte einfach eintragen. Ja, egal, was ich vorher geplant habe, das ist einfach mein maximaler Wert für Tiny Text. Und genauso wie bei Varchar auch, brauche ich jetzt noch ein zusätzliches Byte an Speicher, das eben von 0 bis 255 anzeigen kann, damit ich eben oder damit die Datenbank weiß, wie viel Zeichen jetzt wirklich der User eingegeben hat. Also wenn der jetzt nur Hallo, braucht er HALLO, das heißt 5 Zeichen sind drin und in diesem Zusatzbyte steht jetzt die Zahl 5 drin. Ja, und damit weiß die Datenbank, dass es 5 Zeichen sind.
Hier brauche ich jetzt nur ein Byte, im Gegensatz zu Varchar, wo wir bis zu 2 Byte benötigt haben. Warum? Ja, weil ich maximal 255 Zeichen eintragen kann. Und das kriege ich in einem Byte unter. So, kommen wir zum nächsten. Das wäre Text. Text ist eigentlich so, ja, der Gegenspieler zu Varchar, weil ich hier eben auch 2 hoch 16 minus 1, also um die 65.000, eintragen kann. Und hier brauchen wir jetzt natürlich 2 zusätzliche Bytes, weil ich eben 2 Bytes für die Zahl bis maximal 65.000 benötige. Der dritte im Bunde ist Medium Text, wobei den gibt es nicht als SQL-Standard, sondern das ist so eine MySQL-Spezialität, wobei es gibt auch ein paar andere, die den Medium Text wohl haben. Da habe ich jetzt einfach 2 hoch 24 minus ein Zeichen und entsprechend brauche ich da noch ein drittes Byte dann für die Darstellung der Länge. Und der letzte Textdatentyp ist jetzt der Longtext und hier habe ich 2 hoch 32 minus ein Zeichen. Also 4 GB an Textinformationen, das ist schon jede Menge und hier brauche ich dann logischerweise einfach ein viertes Byte für die Darstellung, um eben die 2 hoch 32 Möglichkeiten eben anzuzeigen. So, ich konzentriere mich jetzt mal auf die drei, wobei Text jetzt beispielhaft für alle anderen steht, also Tiny Text, Text, Medium Text und Long Text. Und die große Frage ist, wann nehme ich denn was? Also, was soll mich jetzt dazu bewegen, anstatt Char, Varchar zu nehmen oder andersrum? Und da vergleichen wir jetzt einfach mal die Datentypen miteinander und beginnen jetzt mal mit einem Vergleich Char versus Varchar. Also als allererstes braucht man eine Tabelle und hier müssen jetzt 2 Spalten rein, einmal Char und einmal Varchar, allerdings beide mit der Maximallänge 5. Das heißt, beide können bis zu 5 Zeichen aufnehmen. So, damit wäre die Tabelle eben in der Datenbank drin und ich gebe jetzt 2 Datensätze rein oder 2 Werte, streng genommen. Einmal in die Spalte CH1, also unser Character, und zwar den Wert Leerzeichen, AB Leerzeichen. Und das gleiche für die Varchar-Spalte. Das heißt, ich habe beide mit gleichen Daten belegt und ich bin innerhalb meiner Grenze von 5. Das heißt, es dürfte nichts abgeschnitten werden. Und wenn ich das abschicke, dann sagt er mir, okay, es wurde ein Datensatz geschrieben, wunderbar. Und jetzt möchte ich ihn auslesen. Allerdings möchte ich jetzt gucken beim Auslesen, ob jetzt diese Leerzeichen da sind. Und dazu mache ich jetzt Folgendes. Ich gehe mit dem sogenannten Concat-Statement, was eine String-Verknüpfung, Verkettung ist, auf diese beiden Spalten. Das heißt, ich klebe vor und nach dem Wert in CH1 und VC1 jeweils so einen Strich davor, so ein Minus. Und dann sehe ich einfach, ob die Leerzeichen da sind oder nicht. Und wenn wir das machen, sehen wir, hoppla, hier fehlt das Leerzeichen beim Character. Das heißt, es wurde irgendwie abgeschnitten. Das heißt, ich habe unterschiedliches Verhalten der beiden Datentypspalten bei genau dieser Art von Daten. Und das müssen wir uns mal angucken, woran das liegt. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir überlegen uns jetzt mal, wie das im Speicher aussieht. Und zwar, unser Character-Feld hat jetzt hier 5 mögliche Zeichen. Und dort steht jetzt, da stehen jetzt die gesamten Textdaten, also leer, A, B, leer drin. Und das Besondere daran ist jetzt, dass hier das letzte von unseren 5 möglichen Zeichen mit einem Leerzeichen aufgefüllt wird. Also man nennt das Padding. Warum? Weil ja Character ein Datentyp für feste Längen ist. Und wir haben gesagt 5 Zeichen, also kriegt er den Platz für 5 Zeichen. MySQL weiß jetzt nicht, was es da reinpacken soll und entscheidet sich standardmäßig für das Leerzeichen. Das heißt, ich habe jetzt nach meinem AB nicht mehr ein, sondern 2 Leerzeichen. Bei meinem Varchar-Feld ist es anders. Hier habe ich jetzt meine 4 Zeichen-Textdaten, also leer, AB, leer, und das mögliche fünfte wird gar nicht genutzt.
Dazu brauche ich aber jetzt eine Information, ja, wie viele Zeichen brauche ich denn oder gibt es denn? Und das ist hier diese 4, Anzahl der Zeichen. Ja. Das heißt, das ist dieses zusätzliche Byte, was mir Varchar braucht, bei einer Anzahl von kleiner als 255, um eben einfach festzulegen, hey, wie viele Zeichen sind denn in meinem Datensatz aktuell drin? Und beim Auslesen passiert jetzt Folgendes. Ich selektiere beim Auslesen immer nur bis zum letzten oder exklusive dem letzten der rechten Leerzeichen. Ja? Das heißt, in dem Fall weiß MySQL nicht, ob jetzt diese beiden Leerzeichen oder nur eines davon Teile der Daten sind oder durch das Padding entstanden sind. Also schneidet mir MySQL einfach beide Leerzeichen weg. Und damit schmeißt mir eben mein Select-Statement unten eben diesen AB String ohne das letzte Leerzeichen raus. So, das wäre jetzt die Erklärung, warum dieses Ergebnis so aussieht. Und beim Varchar selektiert er nur bis zu der Anzahl der Zeichen, in dem Fall 4. Das heißt, er startet bei 0 und geht 4 nach vorne und dann wird eben das letzte nicht gebrauchte Feld einfach ausgelassen, weil da könnten ja schon andere Daten drin stehen. Und genau das sehen wir hier am Ergebnis. Jetzt gucken wir uns nochmal Varchar versus Text an. Die waren ja auch ein bisschen ähnlich. Beide haben 65.000 Zeichen, die sie aufnehmen können. Und jetzt ist die Frage, warum sollte ich mir jetzt diese Mühe machen, bei Varchar immer vorher festzulegen, wie viele Daten ich eigentlich brauche? Und da gibt es eine relativ wichtige Sache, nämlich wo die Daten am Ende des Tages gespeichert werden. Schauen wir uns mal Folgendes an. Ich erzeuge jetzt eine Varchar Spalte mit 65.532 Zeichen. Das ist der maximal mögliche Wert, den ich für ein Varchar eintragen kann. Und dann schickt man das los und alles wunderbar. Die Tabelle wurde erzeugt. Und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt mache ich das Ganze nochmal. Allerdings teile ich jetzt meine letzten zwei Zeichen auf zwei Varchar-Felder auf. Also 65.530 und dann nochmal eins mit 2. Und schicke das Ganze ab und kriege einen Fehler. Weil er sagt hier, die maximale Anzahl der Bytes in einer Zeile in MySQL ist 65.535. Jetzt kann man sagen, ja, das ist doch weniger. Aber nee, es ist leider nicht weniger, weil ich habe hier zwei Byte plus 6500, also 65.530. Diese zwei Bytes waren ja die Overhead-Bytes für die Längenangabe. Dann habe ich nochmal ein Byte für das kleinere Feld plus die zwei Bytes von Varchar 2 und plus nochmal ein Overhead-Byte. Und es macht dann 65.536. Und dementsprechend bin ich eben zu lang. Das heißt, die Message ist, dass ich zwar Varchar bis zu 65.532 Zeichen eingeben kann, nur dann darf ich das nur mit einer einzigen Spalte pro Tabelle machen. Das ist natürlich auch nicht so wirklich gut. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass es schon eine sehr, sehr große Spaltengröße ist und normalerweise braucht man das nicht in der Größe, aber man muss es wissen. Probieren wir das gleiche jetzt nochmal mit Text und dieser Varchar. Text darf ja auch 65.000 Zeichen aufnehmen. Und jetzt machen wir das einfach mal. Und wir sehen, hoppla, hier funktioniert's. Und das ist der große Unterschied. Text hat die Daten tatsächlich nicht im Speicher in der Spalte, sondern Text belässt die Daten auf der Platte und immer dann, wenn ich diese Informationen brauche, lädt er sie in den Speicher hinein. Und das ist natürlich ein Performance-Issue. Also gehen wir nochmal kurz durch. Die Varchar-Größe geht in die Row-Size mit ein. Ja, das heißt, meine maximale Row-Size von 65.535 wird reduziert, um eben genau das, was mir Varchar braucht. Dann Varchar ist indizierbar.
Wir werden nochmal, ja, ich werde dann ein weiteres Video nochmal zum Thema Index vorbereiten. Und Index ist einfach wichtig für die Performance-Optimierung. Wer da noch ein bisschen tiefer reinsteigen möchte, nicht die volle Varchar ist indizierbar, sondern nur ein gewisser Teil. Aber grundsätzlich mal für unseren jetzigen Stand reicht es zu sagen, Varchar ist sauber indizierbar. Und Varchar liegt voll im RAM. Das heißt, dass die Datenbank, wenn der RAM, also der Speicher, der Datenbank zugewiesene Speicher ausreicht, versucht die Daten in den Speicher zu laden und dort zu halten, um sie eben dort zu verarbeiten. Und damit ist ein Varchar-Feld einfach schneller als ein Textfeld. So, bei Text ist es so, dass mir ein Textfeld nur 9 bis 12 Bytes in der Row belegt. Das ist das, was Text braucht, um eben die Adressierung in Richtung Platte zu realisieren. Mehr nicht. Das heißt, nur maximal 12 Bytes von meinen Textdatentypen gehen von der Row Size weg. Alles andere kann ich noch für andere Spalten verwenden. Dann ist es so, dass ein Textfeld nicht indizierbar ist und eben auf dem Laufwerk liegt. Gut, damit haben wir eigentlich schon die wichtigsten Sachen abgehakt. Heißt, hier haben wir jetzt eben die drei Datentypen oder die drei Kategorien, muss ich fairerweise sagen: Char, Varchar und Text. Und nochmal abschließend, wann nehme ich was? Grundsätzlich kann man sagen, Char ist performanter als Varchar, wenn auch nur minimal, aber es ist performanter. Varchar ist sehr viel performanter wie Text. Und immer dann. Es ist so meine persönliche Empfehlung, immer dann, wenn ich weiß, dass meine Spaltendaten immer die gleiche Größe haben, dann ist Char sinnvoll. Bei sehr volatilen Längen nehme ich üblicherweise Varchar. Grundsätzlich ist Char natürlich noch begrenzt mit den 255, aber ich glaube, das versteht sich ja jetzt von selbst. Und wenn ich halt wirklich sehr, sehr große Daten ablegen möchte, die ich nicht indizieren muss, weil ich eben keine Joins drüber mache oder irgendwelche Sortierereien drüber, dann kann man ruhigen Gewissens Text nehmen. Die nächsten Datentypen, die wir uns anschauen, sind die Zahlendatentypen. Und hier gibt es den Tiny Int, das ist der kleinste ganzzahlige Datentyp und hat einen Wertebereich von 8 Bit. In Java wäre das der Datentyp Byte. Allerdings gibt es hier noch einen kleinen Unterschied. So, der Wertebereich ist im Signed-Fall, Signed heißt ja mit Vorzeichen, von minus 2 hoch 7 bis plus 2 hoch 7 minus 1. Das wäre minus 128 bis plus 127. Und wichtig, ich kann beim Create-Table-Statement auf den Integer Datentypen immer ein Signed oder ein Unsigned hinterlegen. Signed heißt mit Vorzeichen und Unsigned heißt ohne. Dann ist mein Wertebereich nicht von minus 128 bis plus 127, sondern von 0 bis 255. Der nächstgrößere ganzzahlige Datentyp ist Small Int. Der hat jetzt einen festen Wertebereich von 16 Bit, auch Signed und Unsigned. Und hier habe ich jetzt eben mein Wertebereich eben um diesen Wert vergrößert, also minus 2 hoch 15 bis plus 2 hoch 15 minus 1 im Signed-Fall und 0 bis 2 hoch 16 minus 1 im Unsigned-Fall. Gut, dann geht es halt so weiter. Wir haben Medium Int, das sind 24 Bit. Dann haben wir von eben minus 2 hoch 23 bis plus 2 hoch 23 minus 1. Den Int, den kennen wir so von anderen Programmiersprachen im Regelfall auch. Das ist 32-Bit-Integer mit den entsprechenden Werten. Also da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht alles vorlesen. Und schließlich Big Int, den wir in den Programmiersprachen als Long im Regelfall kennen. Bei den Gleitkomma-Datentypen haben wir den Float mit 32-Bit Datenbreite, ein Wertebereich von plus minus 3,4 mal 10 hoch 38 und den gibt es nur signed. In älteren Skripten gibt es auch als unsigned, aber das hat MySQL als deprecated markiert, weil man hier eigentlich immer davon ausgeht, dass wir mit Vorzeichen arbeiten wollen.
Wie in Java auch, Double ist jetzt hier mit einem 64-Bit-Wort eben hinterlegt und hier in dem Fall 1,8 bis 10 hoch, mal 10 hoch 308. Mit dem Signed gilt genau das gleiche wie mit dem Float. Und dann gibt es noch den Dezimal-Datentyp, das ist ein Festkomma-Wert und der hat einen Wertebereich von maximal, ich glaube, 64 Ziffern. Im Wesentlichen geht es hier darum, dass man sagen kann, Dezimal n, n bedeutet, n Ziffern werden insgesamt abgebildet und dann gibt es noch m, die davon nach dem Komma. Also wenn ich jetzt Dezimal 5,2 angebe, heißt es, mein größter Wert ist 999,99. Ja, weil das sind 5 Ziffern, davon 2 Nachkommastellen. Auch nur signed wie die anderen Gleitkommazahlen und ja, das ist so der Standardwert für beispielsweise Beträge. Dann nehmen wir uns das Verhalten von den Integer-Datentypen mal vor, stellvertretend für alle ganzzahligen Datentypen. Ich erzeuge jetzt einfach mal eine Tabelle mit einem Integer, mit einer Integer-Spalte und gebe jetzt hier einfach mal Daten rein. Und diese Daten sind jetzt außerhalb des gültigen Wertebereichs. Also wenn wir uns bei der negativen Zahl die letzte Ziffer 9 anschauen, wenn ich die auf 8 setzen würde, dann wäre das der kleinstmögliche Wert. Und wenn ich bei dem positiven Wert mir die 8 am Ende anschaue, wenn ich die auf 7 setzen würde, hätte ich den größtmöglichen Wert von Integer. Wir schicken das Ganze ab und sehen, hoppla, hier gibt es Warnings. Und das gibt es nur, wenn ich im Strict Mode oder nicht im Strict Mode arbeite. Im Strict Mode würde das Statement gar nicht abschicken. Und diese Warnings gucke ich mir jetzt mal an mit Show Warnings. Das wäre der Befehl, um sie anzeigen zu lassen, eben immer im Anschluss an das Statement, das die Warnings erzeugt hat. Und dann sehe ich, aha, in der Spalte myInt gab es zweimal ein Out of Range Value Warning. Und das heißt nichts anderes, der hat irgendwie die Daten da nicht reingekriegt, wo er sie hätte reinkriegen sollen und hat sie dann irgendwie so verändert, dass sie reinpassen. Ja, also so eine Art Überlauf. Bei Java haben wir was Ähnliches. Da würde dann tatsächlich würden die Zahlen vorne wieder anfangen. Und wir gucken uns jetzt einfach mal an, was denn hier bei MySQL an der Stelle das Verhalten ist. Also wir machen ein Select Stern from Int Test. Also wir gucken uns jetzt einfach mal alle Daten an. Und hier sehen wir jetzt die Ergebnisse. Und wir sehen, aha, er hat uns den Überlauf im negativen Bereich auf den kleinstmöglichen Wert, nämlich auf die 8 gesetzt. Das ist genau 2 hoch, also minus 2 hoch 31. Und beim positiven Wert genauso. Das wäre jetzt hier 2 hoch 31 minus 1, das wäre diese Endziffer 7. Das heißt, er schneidet nicht ab, er fängt nicht irgendwie wieder bei irgendeinem Fantasiewert an, wie es denn die meisten Programmiersprachen tun, sondern er nimmt den maximal möglichen Wert, also den Wert, der am nächsten an dem Wert dran ist, den wir schreiben wollten. Ja, und der war jetzt außerhalb vom Bereich, also nimmt er den größtmöglichen oder beim Negativen eben den kleinstmöglichen. So, dann machen wir jetzt nochmal was. Und zwar, wir gucken uns jetzt mal an, was mir mein Describe-Befehl so angibt. Also das Describe-Befehl zeigt mir an, wie die Struktur der Tabelle aufgebaut ist. Und hier sehen wir, da sagt er mir int in Klammern 11. Und das in Klammern kennen wir ja von char und varchar. Das ist irgendwie eine Zeichenbegrenzung. Und die Frage ist, gibt es denn bei ganzzahligen Datentyp auch eine Ziffernbegrenzung? Und das können wir ganz einfach feststellen. Wir geben jetzt hier einfach mal eine neue Tabelle an mit int in Klammern 5 und schieben jetzt einfach Daten rein. Einmal ein Wert, der kleiner ist als 5 Ziffern, 1, 2, 3. Und ein Wert, der größer ist als 5 Ziffern. Ja, und dann schauen wir mal, was passiert. Also wir schicken es ab. Es gibt schon mal kein Warning. Also er hat offensichtlich die Daten nicht verändert. Wenn ich jetzt ein Select mache, dann gibt er mir hier genau die Daten aus, die ich auch eingetragen habe. Also hat es irgendwie scheinbar nichts gebracht.
Ja, also wir haben kein Abschneiden, kein nichts. Also es ist, als hätte ich diese in Klammern 5 gar nicht angegeben. Also was soll das? Ich baue hier einfach mal noch eine weitere Tabelle und gebe jetzt hier noch was Zusätzliches an, nämlich Zero Fill. Ja, schicken wir das ab. Geben jetzt wieder unsere beiden Datensätze ein. Lassen das Ding laufen. Und mit Select Stern geben wir das aus. Und jetzt sehe ich, was dieses in Klammern 5 eigentlich bedeutet. Nämlich erfüllt mir jetzt den kleineren Wert. Also der nicht die 5 Ziffern braucht, füllt er mir es einfach mit Nullen auf. Das ist eigentlich alles. Also nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, int in Klammern 5 ist ein Integer-Wert, der maximal 5 Ziffern aufnehmen kann. Es geht hier nur um das Zero-Fill und sonst nichts. So, also grundsätzliche Eigenschaften. Int wird bestimmt durch die Bitbreite und dadurch werden die Min- und Max-Werte festgelegt. Nicht die Anzahl der Ziffern, sondern wirklich die Werte werden dort hinterlegt. Und es gibt keinen Überlauf, so wie es in Java oder in anderen Programmiersprachen gibt, sondern es wird einfach der Wert dann verwendet, der am nächsten an dem zu großen oder zu kleinen Wert liegt. Als nächstes stellen wir jetzt diese beiden Komma-Datentypen, Double und Dezimal, gegenüber. Dazu bauen wir uns eine Tabelle mit beiden Datentypen als Spalte und geben Werte ein. Und zwar einmal 0,4 und 0,4 und einmal Ziffern. Wenn wir jetzt oben nochmal bei der Definition von Dezimal gucken, habe ich ja 8,2, das heißt 8 Ziffern, davon 2 nachstellen. Und das heißt übersetzt 6 Stellen vor dem Komma und 2 Stellen nach dem Komma. Ja. Was ich jetzt hier aber angebe, ist 10 Ziffern in Summe und 3 Nachkommastellen. Also 7 vor dem Komma, 3 danach. Wir schicken das ab und sehen wieder ein Warning. Und ja, das kommt mit Sicherheit genau von dieser Kiste und wir schauen mal jetzt mal an, wie unsere Daten aussehen. Show Warnings brauchen wir jetzt hier nicht, wir wissen ja, wo es herkommt. Und unser Ergebnis zeigt jetzt hier, aha, ich habe jetzt hier zwei Nachkommastellen. Das heißt, diese 888 ist jetzt abgeschnitten worden auf die doppelte 9 und die 8 Ziffern wurden auch abgeschnitten. Aber auch hier gilt, dass mir jetzt mein Dezimal den Wert angibt oder den Wert annimmt, der am nächsten an meiner 7 mal die 8, 3 mal die 8 dran ist. Und das ist nun mal alles ausgenommen. Also wieder der größtmögliche Wert wird beim Überlauf angenommen. Gucken wir uns noch was weiteres an. Und dazu mache ich jetzt Folgendes. Ich nehme jetzt die Werte, die in meinen Spalten stehen, mal 0,1. Ja? 0,1 heißt ja streng genommen, ich schiebe das Komma einfach nur um eine Stelle nach links. Das heißt, gerade beim ersten Datensatz erwarte ich jetzt 0,04 in beiden Stellen. Ja, also keine besonders komplizierte Rechnung. Wenn ich das aber ausführe, haben wir hier ein ja, mehr oder weniger interessantes Ergebnis. Und zwar habe ich hier einen Rundungsfehler. Und dieser Rundungsfehler kommt daher, dass Gleitkommazahlen nicht hundertprozentig exakt sind, weil die Nachkommastellen durch eine Umformung in den Binärcode, also in das Dualsystem, errechnet wird und ich dort potenzielle periodische Binärzahlen habe. Ich werde irgendwann nochmal ein Video machen, wo das nochmal au Detail beschrieben ist. Wir merken uns jetzt hier einfach mal Dezimal oder alle Gleitkommazahlen und das gilt für MySQL genauso wie für die allermeisten Programmiersprachen, sind nicht exakt. Ja? Bei meinem Dezimal ist es durchaus so. Dort habe ich jetzt nochmal eine Stelle gewonnen. Das liegt einfach daran, dass ich die Präzision erhöhen muss, wenn ich zwei Werte verrechne, aber grundsätzlich mal hat mir das mein Dezimal Datentyp sehr viel besser gemacht als meine Gleitkommazahl Double.
So, also Double. Was ist jetzt hier der Vorteil? Double hat eine sehr hohe Präzision, weil ich eben nicht nur mit zwei Nachkommastellen oder mit einer endlichen oder festzulegenden Nachkommastellenanzahl, mit einer sehr viel präziseren Nachkommastellenanzahl arbeiten kann. Also ich kann 0,00000 und was weiß ich, 20 Nullen und dann die 1 reinschreiben. Das geht bei der Dezimalzahl nicht. Also für physikalische Größen ist Double sehr viel besser. Ich habe einen sehr viel größeren Wertebereich. Ja, ich kann bis, wir haben ja gesagt, bis zu 10 hoch 308 arbeiten. Aber ich habe Rundungsfehler, wie wir es gerade gesehen haben. Ja, für physikalische Größenberechnungen ist es nicht relevant. Aber stellen wir uns vor, wir würden einen Kontoauszug sehen und da würde so eine Zahl draufstehen, das würde nicht unbedingt das Vertrauen in der Bank erhöhen. Und beim Dezimal ist das eben nicht der Fall. Da habe ich keinen Rundungsfehler. Da ist es sehr viel besser gestaltet. Der Bereich ist aber begrenzt. Und wie gesagt, was man meistens nutzt, sind irgendwelche ja, betriebswirtschaftlichen Werte. Da nutze ich gerne solche Dezimalfelder. Damit haben wir die Zahlen auch abgehakt. Und wir kommen auf das Thema Zeit und Datum. Hier gibt es den Datentyp Date. Der hat jetzt das Format viermal das Jahr, also 2022 wäre 2022. Dann kommen zwei Ziffern für das Monat mit Minus getrennt und danach minus zwei Ziffern für den Tag. Der Wertebereich ist vom 01.01.1000 bis 31.12. viermal die 9, also insofern ja durchaus brauchbar, da kann man eine Zeit lang mitarbeiten. Und Date braucht 3 Bytes. DateTime ist jetzt im Prinzip das gleiche Format wie Date, aber steht jetzt hinten noch zweimal Stunde, Doppelpunkt, zweimal Minute, Doppelpunkt, zweimal Sekunde dazu. Der Wertebereich ist gleich, plus natürlich dann nochmal den Zeitbereich hinten dran. Und das Ganze braucht mir jetzt 8 Bytes. Dann gibt es noch den Datentyp Time. Der ist jetzt nur mit Stunde, Minute, Sekunde kodiert, hat eben diesen gezeigten Wertebereich. Also das heißt, die Stunde kann ich über die 24 Stunden hinaus belegen, auch in den negativen Wertebereich. Und das Ganze schluckt mir dann 3 Bytes. Und dann gibt es noch den Timestamp. Und der kann die Formatierung je nach MySQL-Version so ein bisschen abweichen. In den meisten Systemen und den aktuellen ist es der gleiche Daten oder das gleiche Format wie DateTime, nämlich Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde. Der Wertebereich ist aber ein bisschen enger begrenzt, also von 01.01.1970 bis 19.01.2038. Das wird auch ein bisschen anders gespeichert in 4 Bytes mit solchen ja, Zeitticks. Und das Entscheidende beim Timestamp, und das ist ein Fehler, der hin und wieder mal gemacht wird, es wird automatisch gesetzt. Und das gucken wir uns gleich mal an. Also, wir haben jetzt wieder die Notwendigkeit, eine Tabelle zu bauen. Einmal DateTime, einmal Timestamp und für die Demonstration brauche ich noch einen Zahlendatentyp. Ich schreibe jetzt hier einfach zwei Werte rein. In die Datumsteile, die sind identisch. Also, was habe ich genommen? Den 2.2.22, 21.52 und 53 Sekunden. Und die Zahl belege ich jetzt einfach mal mit der beliebigen 1. Das Ganze wird geschrieben. Ich kann es im Select mir anschauen und dann kommt halt das raus, was ich reingeschrieben habe. Soweit kein großes Problem. So. Jetzt mache ich ein Update auf den Integer-Wert. Ich schreibe jetzt einfach hier, ich überbügle die 1 mit der 2 und ja, mache jetzt nochmal ein Select auf meine Daten. Und was ich jetzt sehe, ist, dass mein Timestamp plötzlich sich verändert hat und zwar auf einen neuen Zeitwert und zwar genau den Zeitwert, wo ich mein Update gemacht habe. Das heißt, im Timestamp, wenn ich ihn nicht explizit setze, steht dort automatisch die letzte Änderung des Datensatzes drin. Und genau dafür ist er da, der Timestamp. Also bitte Timestamp nicht für irgendwelche Zeitstempel verwenden, die ich außerhalb der Datenbank generiere, sondern das ist wirklich die Änderung des Datensatzes. Das ist ein technisches Feld, wenn man es so haben möchte. Ja, also DateTime ist fester Zeitpunkt, Timestamp Zeitpunkt letzte Änderung. Das ist so im Wesentlichen der Unterschied.
So, jetzt gibt es noch ein paar weitere Datentypen, die ich jetzt hier nicht behandelt habe. Das eine sind Binärdaten. BLOB, Blob, Binary Large Object. Da werde ich mal ein eigenes Video dazu machen, weil das kann ich nur dann sinnvoll erklären, wenn ich auch die Integration mit einer Software, beispielsweise Java, mache. Dann kann man da mal ein paar Binärdaten reinschreiben. Verhalten ist im Prinzip nichts anderes wie Tiny Text, Text und Large Text. Da gibt es eben Tiny Blob, Blob und Large Blob, auch mit den gleichen Verhaltensweisen. Weil im Prinzip Text ist ja auch nichts anderes wie Binärdaten, die aber vorab interpretiert werden. Insofern sind die ja vergleichbar zu sehen. Aber wie gesagt, das können wir mal in einem anderen Video uns näher anschauen. Und was ich auch nicht beachtet habe, ist das Thema Boolean. Die meisten Datentypen haben, die meisten Datenbanken haben einen Boolean-Datentyp, aber meistens steckt Tiny Int dahinter und True ist dann die 1 und False ist die 0. Und das war früher in MySQL immer so und irgendwann hat man da auch einen Boolean eingeführt, aber wie gesagt, ist jetzt eigentlich vom Usage nichts Besonderes. Dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Ist wieder ein etwas längeres Video geworden, aber ich halte es einfach für sinnvoll, dass man einfach nicht nur Datentypen verwendet, sondern sich auch mal ein bisschen Gedanken darüber macht, was machen denn diese Datentypen? Wofür sind die da? Und deswegen haben wir hier eben, was haben wir, ich glaube, eine Dreiviertelstunde gebraucht, aber ich halte es einfach für wichtig. Es wird noch weitere Videos zum Thema DDL geben. Das nächste Video, was ich machen werde, wird sich darum kümmern, welche zusätzlichen Eigenschaften können wir denn unseren Spalten noch zuordnen, also irgendwelche Default-Werte, irgendwelche Unique-Geschichten und vor allem Primary und Foreign Key. Aber das kommt eben im nächsten Video und bis dahin, wie immer, dranbleiben.